Leute! Sag mal, bist du bist so deppert, du auch mit Sachen rumzuwerfen, mach bitte deine Arbeit! Leute, ich habe wieder richtig, richtig gute Laune. Es könnte am guten Wetter liegen, es könnte daran liegen, dass ich mit sämtlichen Sachen durch bin, es könnte daran liegen, dass ich neue Passbilder gemacht habe. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich endlich wieder in der Lage bin, eine weitere Runde Redimünz zu nehmen. Ich darf um einen großen Applaus bitten, meine Freunde. Propa und ich, hallo, Propa und ich freuen uns wieder richtig, Leute, auf eine fette Runde Revi-Memes. Propa, stell ich mal wieder hier vorne hin, du weißt Bescheid, Leute. By the way, gibt's gerade meinen Merchandise-Shop, wo ihr jetzt gerade schon dieses wunderschöne Merchandise hier seht, den Propa gerade trägt. Eine richtig fett geile Rabattaktion. Also geht auf jeden Fall mal hin, meine Freunde. Du musst nicht gleich umfahren, weil die Prozente so krass sind, okay? Bleib stehen auf deinen Füßen. Opa. Jedenfalls gibt es gerade eine fette Rabattaktion, meine Freunde. Alles ist krank günstig. Gönnt euch auf jeden Fall mal revinstore.de, meine Freunde. Die beste Adresse, um in der Schule gemobbt zu werden. Also, Link ist in der Videobeschreibung. Gönnt euch auf jeden Fall mal. Es ist echt alles super krank reduziert. So, Leute, und jetzt geht's auch direkt weiter. Ich habe mal wieder Thomas in die Weiten des Internets und auch in mein Subreddit geschickt. Der Link dazu ist übrigens auch in der Videobeschreibung. Und folgt mir auf Spotify, not so cool. So viel Geplagge heute, es ist echt unangenehm, meine Videos zu gucken, oder? Und Thomas hat wieder eine Menge schöner Sachen gefunden, meine Freunde. Und die werden wir jetzt gemeinsam anschauen, darauf reagieren. Und ich werde ein bisschen autistisch dazu rumschreien. Beginnen wir mit dem ersten Bild, meine Freunde. Ja, da haben wir schon ein Bild, was tatsächlich nur aus meinem Subreddit kommen kann. Ew, I stabbed the shit. Da bin ich drauf und dann ist unter meinem Schuh Original Content. Ja, kann ich nachvollziehen, wo ich ja komplett die Formate von PewDiePie klaue, klaut ihr einfach auch die Witze von PewDiePies Community. Extrem witzig, meine Freunde. Dafür trage ich jetzt eine Minute lang die Cool-Brille für euch, weil das habt ihr extrem cool gemacht. Cool. Scheiße, wenn ich das eine Minute anziehe. Das ist sau lächerlich. Nächstes, Revinzeit Starter Pack. Minecraft, ausrasten, 10 Minuten 6 und eine zerbrochene Tastatur. Das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, wie mein Leben bis vor ein paar Monaten ausgesehen hat. Jetzt sind die Videos 10 Minuten 20 lang und da oben ist Fortnite drauf und ich habe ein anderes Mikrofon. Ansonsten hat sich nichts geändert. Es ist einfach gleich. Wenn ihr mal wollt, dass ich so YouTuber-Starter-Packs vorstelle, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Da bietet man einmal einem Blinden seinen Platz an und ist gleich seinen Job los. Sebastian 25 Bus. Oh. Das ist ja witzig. Das ist lustig, versteht ihr, weil ich habe dem Blinden den Job angeboten und der hat's verkackt, weil ich bin ja Busfahrer. Revinzeit Fanpage, das hast du gut gemacht. Ich musste ein bisschen schmunzeln, aber mir leider nicht. Tut mir leid. Schönes Hemd übrigens, was ich da im zweiten Bild anhab. Gefällt mir. Wie ich das Haus putze, ohne Not So Cool Music. Mit Not So Cool Music. Damn! This one I like. Folgt uns auf Spotify rein, der Link ist in der Videobeschreibung. Revis tollste Freundin, hä? Thomas? Ja? Was ist das? Was ist das, Digga? Ist das Photoshop oder ist es meine... Oh mein Gott, Thomas, das ist meine Zwillingsschwester. Ich dachte, ich hätte sie umgebracht damals. Wenn du siegesicher die Arbeit entgegennimmst und doch eine 5 hast. Das ist einfach genau das, so wie ich früher immer in Mathe saß, Leute. Und ich denke mir so, damn, wo ist meine 4 minus? Und dann kriegst du die Arbeit 6. Und ich so... Bruder, ich versteh's nicht. Ich habe doch 10 Minuten vorher alles durchgelesen. Wieso habe ich denn eine 6? Ich habe doch nie Hausaufgaben gemacht. Ist genau tatsächlich das. Ich meine, man kennt das, wenn man sich so denkt. Ja, nice. Ich denke mal, eine 3 ist drin. Und dann kriegt man's und dann hat man eine 5. Und der Lehrer schreibt da wirklich darunter sowas wie, hey, vielleicht ist es an der Zeit, dass du die Schule wechselst und zurück in den Schweinemastbetrieb gehst, wo du eigentlich hingehörst. Das ist schade. Aber auch da bin ich drüber hinweg, Leute. Denn jetzt bin ich erfolgreicher Superstar. Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Keine Ahnung, man kollabiert. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz. Der ist ja absolut nicht witzig. Schade drum, schade. Aber ja, die Bilder mal wieder sehr passend gewählt. Das ist auf jeden Fall extrem witzig. Meinst so, was macht man, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Jordi schon, keine Ahnung. Man kollabiert. Und dann Jordis zweiter Blick ist tatsächlich genau das, wie sie mich immer nach einem dummen Witz anguckt. Nämlich genauso. Meistens geht sie dann und ist für mehrere Tage nicht zu Hause. Nachvollziehbar, oder? Boah, Revi-Memes sind so witzig. Revi23 feiert seine eigenen Memes. Ich habe nie gesagt, dass Revi-Memes witzig sind. Außerdem würde ich Boah niemals mit H am Ende schreiben. Und Revi-Memes, das R könnte man auch groß schreiben. Ist egal. Revi-Memes.
krank lustig. Heftig lustig. Ich lach. Den ganzen Tag mache ich so. Weil ich Revi Memes sehe. So lustig. Entscheidung im Leben von Thomas. Durch guten Schnitt und Postproduktion Revis konnte er verbessern. Mit witzigen Effekten sein Gesicht verzehren. Schwere Entscheidung. Doch nicht. Ja, moin. Es ist wirklich schlimm, Leute, dass ich einfach immer komplett disabled aussehe. Thomas, was machst du da hinten? Jetzt warte. Was machst du da? Warte. Hör auf, mein Gesicht zu verzerren. Hör auf, mein Gesicht zu verzerren. Hör auf damit. Mein Gesicht ist in Thomas Händen wie ein Liquid, wie Wasser. Es fließt hin und her. Ich kann es nicht verhindern, es tut mir leid. Gutes Meme. Respekt an Stay Mean. Polizeikontrolle, stellen Sie bitte den Motor ab. Wo denn? Motor aus. Hatte sie gebissen? Oh Mann. Mann, 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 Mann. Wie kann man auf sowas Stumpfes kommen? Wie? Ich frag mich das jedes Mal bei diesen Flachwitzen. Denkt ihr euch die wirklich selber aus, dann mad Respekt dafür? Oder bekommt ihr die, weil eure Oma eine Witze-App hat, die jeden Tag random WhatsApp-Nachrichten euch versendet? Ich weiß es nicht, aber... Remins ein Fanpage. Der Witz ist verdammt gut. Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? Einen Kugelschreiber. Oh Gott. Genau wie dieser Witz. Was sitzt im Wald, hat Haare und schreit die ganze Zeit? Ein Kugelschreiber. Und der ist auch rund und fett. Ja, Kugelschreiber ist lustig, weil der Typ ist fett und schreibt. Nächstes bitte. Mein Nagellack passt immer zu meiner Unterwäsche. Aber du trägst doch gar keinen Nagellack. Was ist los, Bruder? Ja, das ist mal wieder ein Moment aus dem Leben von Kelly Mrs. Vlog, der tatsächlich genauso passiert ist, meine Freunde. Weil ich habe natürlich dann direkt auf die Nägel geguckt und dann... Nächstes Meme. Bitte, bitte lass das hier nur ein Traum sein. Du bist gefangen in meinem Albtraumkabinett. Du bist gefangen, du kommst hier nie wieder. Ja, Thomas ist gefangen in diesem Albtraum. Und ich werde ihn nie wieder rauslassen. Was kann man niemals mit Worten ausdrücken? Einen nassen Schwamm. Was kann man niemals mit Worten ausdrücken? Das Gefühl, wenn ich so eine Scheiße lesen muss. Hashtag Revi. Ah! Oh mein Gott, ich dachte gerade Hashtag Revi, ich denke gerade so, hä, was? Ich finde nichts so, was ist an dem Bild anders? Und dann sehe ich, dass Jody aussieht wie meine Zwillingsschwester. Thomas, wo ist meine Zwillingsschwester? Wo ist sie? Leute, wenn ihr sie gesehen habt, sie sieht ungefähr so aus wie Jody mit Mütze mit meinem Gesicht. Irgendwie so sieht sie aus. Findet sie bitte. Und hört auf, mein Gesicht zu photoshoppen. Das verletzt sie bestimmt. Findet sie, ich will mich um sie kümmern. Thomas. Was hast du denn? Mann, ich versteh's einfach nicht mehr. Mein Leben, Mann, mein Leben, Digga. Die Gesichtsausdrücke dazu von dir noch so. Ja, da müssen wir noch ein bisschen. Ich so, ja, weiter, weiter, da geht noch was. Was macht der Typ da im Hintergrund? Warte mal, wenn man ganz genau ranzoomt. Thomas. Da ist meine Zwillingsschwester. Oh! Schnell weiter. Oh, sind wir am Ende? Sind wir am Ende? Ist es das gewesen? Hallo? Da. Ich hab mir die Hand geschnitten. Bist du ein Zauberer? Mann, Leute. Wieso muss ich mir das immer geben? Wieso muss ich mir das geben? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Revi-Memes wirklich witzig diesmal gewesen sind bis dato. Da waren ein paar Sachen dabei, da musste ich wirklich machen. Aber aus ganzem Leib heraus. Nicht nur so, sondern aus tiefstem Herzen habe ich gehahaht und hihihit. Ja, bimmst du ein Zauberer wäre die richtige Konjugation gewesen. Phil Lauder lässt grüßen. Wenn ein Lehrer sieht, dass jemand gemobbt wird. Nice. Wenn ein Lehrer sieht, dass jemand Kaugummi klaut. Wird schon ein bisschen aggressiver, wenn ein Lehrer Ähnlichkeiten mit Wikipedia sieht. Es stimmt einfach 1:1, Leute. Ist euch mal aufgefallen, dass Lehrern scheißegal im Regelfall ist, ob es euch als Schüler gut geht? Aber sobald du anfängst, bei Wikipedia Sachen zu übernehmen, dann gnade dir Gott! Dann ist deine ganze Bildungslaufbahn wertlos. Sei denn, du hast den Artikel selber geschrieben auf Wikipedia. Was ich damals tatsächlich gemacht habe. Ja, hier ein klassisches Drake-Meme, meine Freunde. 9 Minuten 5, 10 Minuten 6, Ja, Mann, Drake approved auf jeden Fall meine Videolänge, meine Freunde. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Eines meiner Lieblingsmemes immer noch. Hotline Bling. I will a hotline bling. Finde ich sauwitzig.
Leute, wir sind am Ende dieser Odyssee wieder angekommen. Es war mir fast schon wieder eine Ehre. Hier habe ich einen Flaschenöffner, den ich mir jetzt gerne ins Gehirn bohren würde. Ich fange schon mal an, während ich die Abmoderation mache, meine Freunde. Das war's mit diesem unglaublichen... Ich glaube, ich hätte irgendwas in meinem Kopf getroffen, was nicht hätte sein sollen. Jedenfalls, meine Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Folgt uns bei Spotify. Schaut unbedingt den Merch-Shop vorbei, denn es gibt damn gute Prozente, meine Freunde. Und kommt auf jeden Fall ins Subreddit auf Reddit, meine Freunde. Da gibt's lustige Menschen und dumme Opfer wie mich anzutreffen. Yay! Also, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich. Und das war's von diesem Video. Macht's gut, alle Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.